the new world order. Dare you to cross that border? Nobody can control us. Gonna make you lose your focus. And they know when you're passing me, passing me, there will be a catastrophe. Blast me, and you can stop your gassing me. Already I'm the shit like your majesty. So bad day. So you wanna go toe to toe? Only way you're beating me is if I don't show, don't show. But I ain't going anywhere. Never left now. I'ma keep it right here. You'll be coming for the throne. You'll be getting sick. I know you feel it in your bones. I don't wanna hear another single word coming at your mouth. Willkommen zurück bei The Search 2. Schweres Wort, Zungenbrecher, wisst ihr ja. Und zwar haben wir in der letzten Folge den Boss Delver besiegt. Ich habe mir jetzt noch ein bisschen was eingestellt, habe mir noch ein neues Set, was ich bereits schon hergestellt hatte, und zwar das Urban Set. Hatte ich jetzt als Alternative noch ausgewählt. Und wenn ich jetzt Steuerkreuz nach oben drücke, kann ich hier meine Waffen tauschen. Das ist jetzt die neue Waffe hier, Delver Helix. Ist zwar nur MK4, aber ich möchte es ganz gerne mal ausprobieren. Mal gucken, wie diese beste die Waffe von der letzten Boss-Bestie abgeht. Ist schon spät am Abend. Hier werden noch einige Versprecher folgen. Könnt ihr ja mitschreiben, wie oft mal das passieren wird. Nee, kleiner Scherz am Rande, macht das bitte nicht. Und zwar habe ich jetzt vor, das Nano-Gehirn abzugeben. Wir müssen, glaube ich, ins Institute of Technology und das diesem einen Wissenschaftler da geben. Das war ein bisschen heftig in der letzten Folge mit dieser Bestie da, mit diesem Delver. Ich hatte ihn dann beim vierten Mal geschafft. Wenn man dann das Angriffsschema ungefähr wusste, ja gut, dann war es eigentlich keine große Nummer mehr. Die letzte Phase war dann auch die einfachste Phase, wie ich fand. Im Nachhinein kann ich das immer sagen, kann jeder sagen. Aber ich bin nichtsdestotrotz dreimal gestorben. Aber jetzt haben wir endlich das Nano-Gehirn und jetzt gehen wir ins Institute of Technology. Das befindet sich hier vorne. Und da sind wir auch schon. Ich hoffe ja, dass wir jetzt in einen komplett neuen Bereich kommen, wo wir endlich mal wieder ein bisschen grinden können, wo wir auch neue Waffen bekommen und neue Set-Teile. Das hatten wir schon eine ganze Weile nicht mehr. Du betrittst eine Kampfzone? Was? Ich habe gedacht, das ist ein sicherer Bereich. Ah ja, aber jetzt kommen wir auf jeden Fall hier erstmal durch. Das ist schon mal ein Anfang. Ich sollte aber auch mal wieder mit dieser Drohne hier arbeiten. Wie mache ich das nochmal? Ach so. Wo ist die Tech-Drohne? Da ist die Tech-Drohne. Tech bewerten? Nee, will ich nicht. Ich will ein eigenes Tech machen. Platzieren. Wir machen mal ein rotes X. Kann ich noch die Farbe ändern? Irgendwie nicht, oder? Okay, es zeigt jetzt einen Pfeil nach da. Und jetzt mache ich einen Pfeil nach da. Damit alle wissen, ich gehe da lang. Main Hall. Creo Institute of Technology. Was können wir hier machen? Interagieren. Ach du Scheiße, wie viel Stockwerke hat denn das Teil? Ja, wo soll ich denn hin? Komm ich hier durch? Nee, komm ich auch nicht durch. Ich weiß ja gar nicht, welches Stockwerk ich jetzt anwählen sollte. Okay, der fährt alleine runter. Labor. Wir sind ganz unten. Ja, Labor. Wir sind im Labor. Da geht's nicht weiter. Hier geht's auch nicht weiter. Ich muss nochmal ein anderes Dröhnchen reinnehmen. Gaia-Laser haben wir, aber ich bleib bei meiner alten Yoda-Laserpistole. Achtung! Ungewöhnlich hohe Nanitenkonzentration entdeckt. Sicherheitsprotokolle aktiviert. Lockdown sofort initiiert. Oh mein Gott. Das klang echt nicht gut. Aber was echt geil ist, ist auf jeden Fall diese Rüstung. Die hätte ich auch ganz gerne. Die sieht auf jeden Fall echt fett aus. Was haben wir denn hier? Öffnen, um Inhalte zuzugreifen, okay? Großer Vorrat an Hochtechnologie.
Interessant. Und bei dem hier oben müssen wir bestimmt das Nano-Gehirn abgeben, oder? Sicherheits-Lockdown? Was zur Hölle ist denn jetzt los? Natürlich. Sie müssen die Kampfmaschine sein, von der Harold immer zu redet. Sieht so aus, als hätten sie das Nano-Gehirn geborgen. Meine Scanner haben verrückt gespielt, als sie hier hereingeplatzt sind. Ihre Nanitenwerte sprengen jeden Rahmen. Eigenartig, nicht wahr? Sie scheinen mir kerngesund zu sein. Ich glaube nicht, dass Sie sich mit Defrag infiziert haben. Sie sind mir ein echtes Rätsel. Zum Glück bin ich ganz gut darin, Rätsel zu knacken. Und das muss ich auch. Ich habe diesen ganzen Wahnsinn erschaffen. Und nur ich kann ihn beenden. Sagen Sie, ist Ihnen an sich selbst in letzter Zeit etwas Ungewöhnliches aufgefallen? Nein, überhaupt nicht. Also, das ist hier unser Schlafanzug, den wir anhaben. Man sieht heutzutage so tight aus, weißt du doch, mein Guter. Was mir gerade mal wieder auffällt, ich weiß nicht, warum die Entwickler unserem Hauptcharakter keine Stimme gegeben haben. Finde ich ein bisschen blöd. Und ich weiß jetzt auch gar nicht, was ich antworten sollte. Was ist uns aufgefallen? Was haben wir denn hier als Antwortmöglichkeiten? Ich habe sowas wie Geister gesehen, ich weiß ja noch nicht mal, wer sie sind. Bis dann, ja, uns ist bis dann aufgefallen, wäre jetzt meine Wahlantwort gewesen, aber können wir ja nicht bringen. Geister haben wir... Na okay, doch, Geister haben wir schon gesehen, das ist ja Athena. Ich wähle mal diese Antwort, denn wir haben ja auch immer diese kleinen Flashbacks gesehen über Athena. Moment mal, was? Unmöglich. Ich dachte, ich bin der Einzige. Ich sehe die seltsamsten Dinge, seit Athena, meine Enkelin, bei einem Flugzeugabsturz ums Leben kam. Ich dachte, die Trauer spielt mir einen Streich. Ach so, das ist der Onkel von ihr. Na, dann wählen wir jetzt einfach mal die erste Antwort. Dann müssen Sie der Überlebende sein, von dem in den Nachrichten die Rede war. Trotzdem hatte ich immer noch gehofft, dass es Athena war. Aber warum sollten Sie Ihre Präsenz spüren? Da passt doch etwas nicht zusammen. Reden Sie! Ja, ist ja gut. Man kann es ja auch freundlicher ausdrücken. Was? Athena lebt? Und Sie können sie so deutlich spüren? Ich habe nie auch nur das Geringste spüren können. Als wäre zwischen uns eine dicke Nebelwand. Die Arme muss die ganze Zeit da draußen gewesen sein und versucht haben, mich zu erreichen. Und ich habe sie im Stich gelassen. Ich habe diese verdammten Jäger nur angeheuert, damit sie mir dann in den Rücken fallen. AID hat die ganze Stadt nach Kindern durchkämmt, weil es angeblich ein Gegenmittel für Defrag geben sollte. Diesen Idioten glaube ich rein gar nichts. Wenn es auch nur ansatzweise irgendeine Heilung geben würde, hätte ich sie lange vor ihnen entdeckt. Ich bin froh, dass Sie das auch so sehen. Ich war hier oben schon viel zu lange von allem abgeschnitten. Abgesehen von Harold sind Sie mein einziger Verbündeter. Wenn wir Athena retten wollen, müssen wir ohne Vorwarnung zuschlagen. Die müssen Sie in Ihrem Forschungslabor mit all den anderen Kindern festhalten. Ich war der Boss von Creo. Ich habe die höchste Regierungssicherheitsfreigabe. Nehmen Sie meine Keycard und reden Sie mit Harold. Er wird Ihnen sagen, wie Sie dorthin kommen. Den Lockdown hier hebe ich manuell wieder auf. Versprechen Sie mir, dass Sie wieder zurückkommen, sobald Athena wohlauf und in Sicherheit ist. Ich werde herausfinden, was genau mit Ihnen los ist. Naja gut, das klingt auf jeden Fall toll. Wir haben eine neue Keycard. Wahrscheinlich gleich. Und dann müssen wir mit dem Roboter da draußen reden, der Harold heißt, was ich echt toll finde. Ich mag diesen Namen. Der passt echt gut zu dem Roboter. Wir könnten ihn jetzt noch was anderes fragen. Das Oberkommando, wir wissen ja, wo das ist. Aber wenn wir uns zurückerinnern, war im AID-Oberkommando noch ein Bereich gewesen, wo eine riesengroße Tür war. Und da hat mir eine Keycard gefehlt. Und wenn ich jetzt mit dieser Keycard dort hineingelange, dann bringt mich das auf jeden Fall weiter. Aber wir könnten ihn ja noch nach ein paar Dingen nach Athena fragen. Athena ist meine einzige Enkelin. Ich war aber noch nie der Familientyp. Sie kennt mich kaum. Das ist alles meine Schuld. Ich hatte sie eingeladen. Ich dachte, ein Tapetenwechsel würde ihr gut tun. Und jetzt schauen Sie nur, was geschehen ist. Okay, also so tolle Infos waren das auch nicht. Dann verabschieden wir uns erstmal von Gutenberg.
Wir sehen uns. Gutenbergs Keycard erhalten. Sie ist doch nur ein Kind. Log-Update, Zahltag abgeschlossen. Na, da waren wir ja schon mal im ARD-Kommando. Ich weiß ja, wie ich da hinkomme, aber gibt es gar einen kürzeren Weg oder vielleicht einen neuen Bereich? Ich würde auch ganz gerne mal endlich diesen komischen Kranhaken haben wollen, damit ich diesen Untergrundbereich mal abchecken kann. Das können wir wahrscheinlich immer noch nicht. Aber mal schauen, was Harold zu sagen hat. Hier gehen noch keine weiteren Türen auf. Ich nehme auch mal wieder die andere Waffe. Der Gaia-Speer war eigentlich relativ nett. Und wir können jetzt auch, glaube ich, nur wieder nach oben fahren. Es gibt hier so viele Stockwerke, aber wir können nur zwei betreten. Erste Etage, Haupthalle. Ja, ja, und da sind wir auch schon wieder in der Main Hall. Also gleich sind wir da. Mal gucken, was Harold sagt. Warum wurde das hier eingeblendet? Ach so, ja, die Karte kennen wir ja schon. Das hier vorne ist Harold. Yo, Harold, wir sollten zu dir kommen. Ich hoffe, du hast ein paar brauchbare Infos für uns. Willkommen zurück, Besucher. Meister Gutenberg hat mir alle Daten geschickt. Die AID-Labore befinden sich alle im alten Liang Wei Krankenhaus. Vielleicht können Sie ja einen verborgenen Zugang bei der ehemaligen Evakuierungsstelle finden. Das Lager ist direkt neben der großen Mauer von Jericho. Viel Glück, Besucher. Sie werden es brauchen. Ohren steif geschaltet. Echt jetzt, ja? Wo waren das nochmal? Ich meine, es gibt ja hier so tolle Karten im Spiel. Oh, jetzt kann ich den ganzen Weg wieder zurücklatschen, oder? Verdammt. Bei der großen Mauer. Aber das war nicht in Port Nixon, glaube ich. Na, gehen wir erstmal nach Gideon's Rock wieder. Mal gucken. Wir müssen auf die Karte schauen und zur großen Mauer gehen. Das muss irgendwo bei Downtown halt sein. Da vorne ist nochmal ein Jäger. Den mache ich jetzt aber fertig. So toll der Gaia-Speer auch ist, aber gegen diese unsichtbaren Gegner... Ah, warte mal. Komm, mach mal was. Brauche noch ein bisschen Lebensenergie. Na Quatsch, ein bisschen Ausdauer. Oh, gerade jetzt musste er mich treffen, oder? Was habe ich denn jetzt abgetrennt? Ich glaube ein Bein, oder? Ein Beinmodul? Na, irgendwas war das. Ich muss wirklich mal darauf achten, dass ich auf Implantate gehe, denn ich würde ganz gerne meine Gesundheitsimplantate mal ein wenig verbessern. Kann auf jeden Fall nicht schlecht sein. Wir müssen uns also wieder nach Downtown begeben und dann da durchgehen. Irgendwo da hinten wird es dann noch weitergehen. Kleiner Schrotthaufen, taucht der hier nochmal auf? Naja, der taucht auf, aber den lassen wir erstmal... Oh, ich hab's gewusst, dass er das macht. Das macht er immer. Die mögen mich einfach nicht. Aber wir können ja wieder an die Medibay rangehen, dann sind wir ja wieder voll. Und dann können wir, glaube ich, auch die Tech-Scraps wieder speichern. Und dann können wir da auch wieder was verwenden. Alter Schalter. Wie viele Tech-Scrap-Items haben wir denn gerade bestimmt bekommen? Können wir noch was herstellen, was upgraden? Irgendwas? Irgendwas Tolles? Gaia-Speer MK6 fehlt uns. Das ist auf jeden Fall blöd. Das könnten wir upgraden. Das möchte ich aber nicht upgraden. Wo sind denn bitte schön meine Waffen, die ich als Favoriten ausgewählt habe? Ich muss mir das mal anders ordnen. So geht das aber nicht. Das sind die Implantate, die wir upgraden könnten. Und die ich auch ganz gerne upgraden würde, aber es geht nicht. Nee, es geht nicht.
Also leveln wir noch ein bisschen was auf. Jawohl. Kernleistung Stufe 60. Exo-Rig verbessert. Das ist nice. Setzen wir doch glatt mal... Na, wo setzen wir denn die Punkte rein? Ach, machen wir es mal hier. Hätten wir wieder Ausdauer und Akkueffizienz verbessert. Und mal gucken, ob wir noch ein weiteres Implantat unterbringen können. Wie viel hätten wir denn frei? 9 hätten wir frei. Ich könnte jetzt wieder das reinnehmen, was ich drin hatte. Bei niedriger Gesundheit erhöht sich der Schaden. Ja gut, wenn wir fast am Abnippeln sind, 8% mehr Schaden, 25% Elementarschaden. Aber dafür müssten wir auch erstmal Elementarschaden austeilen. Das könnten wir auch reinnehmen. Wenn ein Akku gefüllt wird, wird etwas Gesundheit wiederhergestellt. Ja, das ist auch ganz nett, aber es sind ja nur 20 Gesundheit. Verhindert den Verfall von einem Akku. Verhindert den Verfall von 2 Akkus. Das ist hingegen nice. Haben wir es genau auf 65, das sollte reichen. Ich weiß gar nicht, ob wir jetzt ein bisschen stärker sind. Dadurch, dass wir auch den Exo-Rig jetzt verbessert haben. Hast du noch ein paar tolle Implantate, mein Bester? Drück mal was raus. Ich würde ganz gerne meine endlich mal verbessern. Du brauchst dich hier gar nicht aus dem Staub machen. Die Kamerasicht war wieder sowas von Arsch. Oder sowas von für ein Arsch. Aber in der Hinsicht ist ja Gaia-Sperr echt nice. Jawohl, Kopfmodulprozessor, genau. Na, geht doch. MK5 hat er gedroppt. Ja, das ist toll. Ich muss nochmal zur Medibay. Obwohl, wir gehen ja auch wieder zurück. Da hinten war ja auch nochmal eine Medibay. Denn wenn ich jetzt wieder zurückgegangen wäre, dann wären ja die Gegner auch wieder da. Wäre ja langweilig. Mal die gleichen hier fertig zu machen. Drop mal bitte noch einen Schaltkreis. Ja, echt nice, wie dein Kopf gerade weggeflogen ist. Der hatte nur einen Dreier gedroppt. Na, mal gucken, ob es reicht. Dann kann ich nämlich diese Gesundheitsimplantate oder diese Regeneration, ihr wisst schon, diese Chips, wovon wir 4 mit uns führen können, wahrscheinlich auf 5 erhöhen. Das wäre echt von Vorteil. Verzeihung, ich hätte da eine wichtige Nachricht für... Oh nein, nicht schon wieder. Sicherheitsleck, Systemneustart eingeleitet. Was denn los? Du bist das Duplikat von Harold oder was? Ah, ich sehe, haben Sie es erneut durch die gefährlichen Ruinen von Jericho City zu mir geschafft. Ich habe die Anweisung, Sie unter maximalem Einsatz der mir zur Verfügung stehenden Fähigkeiten zu unterstützen. Ja. Stellst du mir nach? Er stalkt uns. Wir werden von einem Roboter gestalkt. Wo geht's zum ARD-Oberkommando? Nee, das weiß ich ja. Ich weiß jetzt auch, wo der Evakuierungspunkt ist. Das ist da, wo das ganze Lager aufgebaut ist. Also ich weiß ungefähr jetzt, wo wir hin müssen. Ganz und gar nicht. Ich bin ja gar nicht hier. Dank meiner Cloud-basierten KI kann ich mit Hilfe einer Vielzahl verschiedener Schnittstellen mit Ihnen kommunizieren. Einer der Gründe, warum anerkannte Experten KI-basierte Lebensformen für überlegen halten. Natürlich ist es nicht an mir, über andere zu urteilen. Viel Erfolg da draußen. Wiederherstellungsmodus gestartet. Mal gucken, ich habe hier letztens noch gar nicht mit allen Leuten geredet. Haben die eventuell noch ein paar neue Nebenmissionen für mich? Hinter diesem Tor liegt Gideons Rock. Da gibt's eine gigantische, menschenfressende Bestie. Und jede Menge Jäger, die Krieg spielen. Also alles, was man für eine Katastrophe braucht. Ja, okay. Die Info hatten wir ja schon. Kann ich jetzt eventuell doch was verbessern? Wäre toll. Och, bitte. Lass mal schnell alles speichern. Wer weiß, wem wir noch begegnen werden.
Nein, wir können es immer noch nicht upgraden. Was habe ich denn hier bekommen? Oh, scheiße. Schade. Wirklich schade. Aber ich glaube, ich habe beim letzten Mal hier noch nicht mit allen geredet. Jedenfalls nicht mit allen, mit denen man reden kann. Ich weiß, dass wir noch einen Auftrag hatten für den DJ, aber ich wette... Haben wir schon gute Laune? Wenn ich den jetzt anquatsche, sagt er, wir haben noch nicht genug Tags versprüht. Nur deine Mission zählt. Sprüh Graffitis, als ob dein Leben davon abhängt. Ja, habe ich ja gemacht. Na, mal sehen. Was zur Hölle? Nicht mal ein Tag hast du gesprayt? Wir werden niemals die Welt verändern, wenn du nicht loslegst. Kämpf weiter! Unsere Revolution hält keiner auf! Ich sag dir ganz ehrlich, das T-Shirt passt überhaupt nicht zum Jackett und umgekehrt erst recht nicht. Und deine Schuhe, naja, okay, es gibt bessere. Verdammt, warum sagt ihr dann das jedes Mal, dass ich noch keinen Tag gesprüht habe? Ich hab doch welche gesprüht. Partytime! Naja, Partytime, hau rein. Hat der Barkeeper noch irgendwas Tolles auf Lager? Ah, ein neues Gesicht. Hatten wir ja schon einige Zeit nicht mehr. Wir haben einige ziemlich spannende Gäste bei dieser Party. Zu reich, um sich zu sorgen, zu arm, um zu gehen. Ich bin da anders. Ich werde längst weg sein, wenn der Karren hier vor die Wand fährt. Ein Mann meines Formats braucht die exquisiteste Rüstung, die es nur gibt. Leider waren die überzogenen Ambitionen meines letzten Lieferanten gleichzeitig sein Untergang. Das und die Spitze einer Jägerklinge. Schätze mal, es hat sonst keiner den Mumm, da rauszugehen und zu tun, was zu tun ist. Nun warte mal ab. Das habe ich doch, glaube ich, alles. Okay, aber das wird kein Kinderspiel. Das hätte ich dir vorher sagen sollen, oder? Bevor ich dich um deine Hilfe gebeten habe. Keine Sorge, du machst das schon. Kennst du diese wunderschönen Roboterstatuen von Gideon's Rock? Deren Rüstung sind einfach makellos. 24 Karat purer Schutz. Natürlich müsste man denen jedes Rüstungsteil einzeln abnehmen. Neuzustand. Ich denke, das versteht sich von selbst. Naja, toll. Zwei Teile davon habe ich schon. Zieht's hier drin oder bringst du wirklich so viel frischen Wind in die Sache? Komm schon, zeig's mir. Er ist ja auch der Beste in Sachen Sprüche, kann ich euch sagen. Ach, hier kann ich sogar was kaufen. Auch nett. Was hat er denn? Die Schema kenne ich ja noch gar nicht. Muss ich dem gar etwas verkaufen? Ich weiß nicht. Das hatte ich doch alles schon, oder? Nee, das habe ich noch nicht. Das verkauft er mir. Was ist das für eine Waffe? Peacekeeper. MK3 ist eine Stabwaffe. Ja. Auch ganz nett. Aber was will er denn jetzt haben? Er will das Set haben, oder? Das habe ich ja noch nicht hergestellt. Er meint das Gaia-Set von den Robotern. Schau wieder vorbei, wenn du mehr Teile gefunden hast. Das Zeug ist sein Gewicht in Gold wert. Naja, habe ich mir schon gedacht, der Typ hat echt coole Sprüche drauf. Du bringst hier frischen Wind rein, auch nicht schlecht. Ich weiß, was du gleich fragen wirst. Also wie wär's, wenn ich einfach loslege und uns beiden ein wenig Zeit spare? Ja, ich bin wirklich Kyle Baxter. Die einzige, die wahre, die unvergleichliche Iron Mouse. Und nein, trotz meines durchtrainierten Körpers, meines markanten Kinns und meiner strahlend weißen Zähne bin ich nicht wirklich ein Superheld. Ich habe die Rolle nur in 8 Filmen gespielt. Ach, und ja, ich bin immer noch zu haben. Naja, man kann auch cooler dastehen. Bitte was? Natürlich solltest du mich kennen. Ich bin Kyle Baxter. Der Kyle Baxter. Don Hackett's Creo Newsletter hat mich als den letzten Filmstar bezeichnet. Willst du etwa meine künstlerische Integrität beleidigen? Das hat noch nie funktioniert. Und versuch gar nicht erst, mich um ein Autogramm anzubetteln. Ich bin im Ruhestand. Ich habe nie die Schauspielerei an den Nagel gehängt. Die Schauspielerei hat mich an den Nagel gehängt.
Diese schwachen Marken vom Studio haben mich durch einen schmierigen KI-Hochstapler ersetzt. Schrotthaufen ist noch nicht mal in der Gewerkschaft. Die haben gesagt, ihnen würde wegen meiner angeblichen Drogenprobleme und meiner chronischen Paranoia nichts anderes übrig bleiben. Aber wir beide wissen, dass sie mich einfach nur loswerden. Nicht vergessen, hart wie Eisen, leise wie eine Maus. Ja, das sind wir auch. Das sind wir auch. Ich habe gehofft, dass der vielleicht noch eine kleine Nebenmission für uns hat. Hey, du da, du bist ja total unscharf. Ich glaube, ich hatte ein paar Gläser zu viel und jetzt muss ich einfach immer weiterreden. Und weiter, ist wie ein unendlich endloses irgendwas. Alles geht vor die Hunde, weißt du? Ich kann mein Hirn nicht abschalten, egal wie sehr ich mich auch abschieße. Ich bin mir da nicht mal sicher. Nichts ergibt noch einen Sinn. Meine Firma hat vor ein paar Tagen einen Auftrag von AID bekommen. Geldregen zur richtigen Zeit. Ich brauchte nur ein paar infizierte Kinder zu suchen und zur AID-Basis zu schicken, damit sie von Defrag geheilt werden. Es ist nur das... Ich habe nie wieder was von denen gehört. Ich will einfach nur meine Kohle verballern und mein Hirn abschalten. Ich muss aufhören, immer nur an diese verdammten Kinder zu denken. Ich glaube sogar, der hat vorher auch kein Gehirn gehabt, währenddessen er die Mission ausgeführt hat fürs AID. Oh wow, das ist ja genial. Du tust mir echt einen großen Gefallen. Siehste, habt ihr ja gesagt, alles wird gut. Warte, was? Aber warum haben die... Warum habe ich... Oh mein Gott. Ist das alles meine Schuld? Nein, das kann nicht sein. Ich war doch nur ein ganz kleines Licht. Das wäre doch eh passiert, oder? Oder? Okay, Log-Update. Okay, das hätten wir abgeschlossen. Vergebliche Mühe. Ja, Sophie kann ja gar nicht saugen, um das wieder gut zu machen oder um es Buße zu tun. Was hat sie noch auf Lager für uns? Bist selbst auf der Jagd, was? Sieht aus, als hätte mich irgendein Neuling in meinem Spiel geschlagen. Wenn ich jemals herausfinde, wer das war, breche ich dem alle Knochen. Denk dran, so viel Glück wirst du nicht nochmal haben. Ja, dieser gottverdammte Verräter hat die Jäger gegeneinander ausgespielt. Überrascht mich nicht. War schon immer ein hinterhältiger Feigling. Hört sich so an, als hätten Hawk, Killswitch und Roach die Nerven behalten. Vielleicht haben sie noch eine Chance verdient. Black. Jordan Black. Oder einfach die Jägerin. Wenn du dich mit mir anlegst, wird das der letzte Name sein, den du zu hören bekommst. Oh, jetzt habe ich aber Angst. Schnell weg hier. Ich behalte dich im Auge. Ja. Muss aber ein verdammt großes Auge sein. Dann guck mal, was wir anhaben. Hat jemand noch eine Nebenmission? Okay, die Leute gehen hier richtig ab. Wer auf diese Musik steht, der sollte Spaß haben. Oh, mit ihr können wir auch noch reden? Hä? Ach, ich habe keinen Durst mehr, aber... Oh mein Gott, ich habe so einen Hunger. Ich könnte ein ganzes Pferd verdrücken. Die Snacks bei dieser Party sind mal echt scheiße. Das Zeug würde ich nicht mal für eine Million anpacken. Aber, ach, Mann, ich bin am Verhungern. Wenn das hier wirklich das Ende der Welt ist, dann will ich nochmal die echten Delikatessen kosten, verdammt. Ich brauche Fleisch, aber das richtig Gute. Spezialfleisch, weißt du. Na, haben wir sowas nicht schon gefunden? Würde ich ihr ganz gerne geben, wenn wir es haben. Abgefahren. Aber das Premium-Fleisch von Penny's Delikatessen, okay? Das ist die beste Fleischerei in Port Nixon. Klar, das habe ich doch. Ich möchte sagen, das habe ich. Penny's Delikatessen am Hafen. Bestes Essen der Stadt. Weiß jeder. Scheiß drauf. Wen juckt's, wenn die Welt untergeht? Ich bin stinkreich. Naja, gut, Hauptsache, du kriegst dein Fleisch, wa? Partytime! Trance ist unsterblich! Hol dir Premiumfleisch von Penny in Port Nixon. Okay, wir haben's also schon. Können wir ja gleich wieder abgeben. Ich hab sowas von Hunger. Hast du die Snacks für mich dabei? Hast du? Wurde auch langsam Zeit.
Boah, so gutes, gutes Zeug. Sorry, nichts mehr übrig. Ich war so abgelenkt von der einen Alten, die hier so rumzappelt. Vielleicht kann ich mir da noch was abgucken. Ja, okay, die Moves, die kann ich auch. Mal schauen, haben wir jetzt hier wirklich mit jedem Idioten geredet, mit dem wir reden können? Also wahrscheinlich mit dem hier? Ne, mit dem können wir auch nicht reden. Auf jeden Fall konnten wir zwei Nebenmissionen abschließen, das ist auf jeden Fall echt nice. Aber wir haben immer noch nicht den verdammten Kranhaken. Ja, wo wir den herkriegen, weiß ich nicht. Wir können uns natürlich die Karte angucken. The Great Wall wird da oben eingeblendet. Das ist unser Hauptziel und wir befinden uns gerade noch in Gideon's Rock. Und bevor wir zur großen Mauer gehen, also ja, bevor wir zum Evakuierungspunkt gehen, möchte ich ganz gerne noch nach Port Nixon zu Mr. Scrappy und ihm zeigen, wie viel Audiologs wir bisher gefunden haben. Mal gucken, was er dazu sagt. Downtown Jericho City. Mit ihm brauchen wir, glaube ich, nicht mehr reden. Er hatte auch beim letzten Mal nichts Tolles für uns. Aber wir können jetzt hier draußen endlich wieder hey, Leute Partner, fertig machen. Erinnerst du dich noch an mich? Der Typ, der dir gezeigt hat, wie du dich ausrüstest. Du bist ja gerade Stadtgespräch. Vielleicht sollten wir zusammenarbeiten. Bei Interesse findest du den Eingang zu meinem Versteck unter der Brücke beim Kanal. Ich warte da auf dich. Log-Update. Finde den Fremden in seinem Versteck. Oh ja. Das können wir auch noch machen. Meine Güte, kriegen wir auf einmal viele Nebenmissionen. Das ist toll, aber was auch echt toll wäre, wenn ich jetzt mal diese Implantate bekommen würde, damit ich meine Implantate endlich mal aufwerten kann. Gott sei Dank konnte ich gerade den Finisher machen. Ich gehe jetzt immer auf Implantate, denn ich möchte das haben. Der hatte MK4, aber das reicht noch nicht. Wir brauchen MK5, aber dafür müssen wir sicherlich auch MK5 oder Gegner der Stufe 5 fertig machen. Aber wir können ja erstmal versuchen, andere Implantate oder Kopfmodule zu bekommen. Ist wahrscheinlich gar nicht so verkehrt. Na, nicht schon wieder der Verrückte hier. Habt ihr gesehen, mit wie viel wir uns eigentlich schon heilen können? Mit 212. Das ist natürlich auch dem geschuldet, weil wir die Akkueffizienz so erheblich erhöht haben. Ja, daneben. Ich verstecke mich gerne hinter Bäumen. Ah, verdammt. Dem wollte ich noch was abtrennen. Der Fremde und sein Versteck, das liegt auf jeden Fall direkt auf dem Weg zu Mr. Scrappy. Das können wir glatt alles mal... Oh, alles mal mitnehmen. Wo kommt er denn her? Na, dafür ist der Gaia-Speer echt nice. Der ist wirklich schnell. So viel Ausdauer verbrauchen wir jetzt auch im Moment gar nicht mehr, weil ich natürlich auch die Ausdauer erhöht habe. Immer schön die Ladung speichern. Oh, den habe ich zu spät gesehen. Ah, du wolltest doch nicht schon wieder was nach mir schmeißen. Aber ich glaube, da vorne kommen auch noch Level 5 Gegner. Oh nein, nicht schon wieder so ein Teil. Oh, die machen wir aber schon ziemlich schnell fertig. Hier habe ich, glaube ich, alles abgecheckt. Da hinten brauche ich auch nicht runtergehen. Da wissen wir ja, dass es da im Untergrund geht. Keine Infektion erkannt. Ja, wie immer. Nein, ich habe keine Ausdauer. Oh, eben gerade war ich auch noch paralysiert. Keine Infektion erkannt. Du könntest auch beim Kinderarzt groß rauskommen. Okay, der hat eine Akkuladung gehabt. Vier Ladungen haben wir wieder am Start. Da hinten waren, glaube ich, die Level 5 Gegner. Er will hier auch noch ganz groß rauskommen. Nur schafft er das nicht. Da hätte ich dir doch glatt mal den Arm abgetrennt. Mal gucken, wo war das Versteck unter der Brücke, was er gemeint hat. Da hinten geht es auf jeden Fall zum Oberkommando. Da gehen wir dann als nächstes hin. Da führt uns das natürlich hin wegen der Hauptstory.
Hier vorne habe ich, soweit es geht, glaube ich, alles gefunden. Es sei denn, wir kommen jetzt hier noch irgendwo durch, aber ich glaube nicht. Echt jetzt, kaum schlage ich hier unten auf, tauchen so eine Idioten auf. Jungs, das können wir doch ganz gepflegt regeln, oder? Nee, können wir nicht. Wir dürfen es nicht regeln. Ein kleiner Level 3 Spezi. Ich weiß noch, wie die am Anfang mir das Leben zur Hölle gemacht haben. Rachefeind getötet. Hast du noch ein Schild, mein Guter? Hab mir schon fast gedacht, dass du das noch am Start hast. Hab ich ihn jetzt klar gemacht? Echt jetzt? Warum ist denn der so schnell verreckt? Nicht drüber wundern. Einfach weitergehen. Hast du noch ein tolles Kopfimplantat? Ich muss mir unbedingt merken, dass ich Level 5 Gegner dann fertig machen muss. Dass ich diese Kopfmodule bekomme, sonst kann ich meine Implantate nicht upgraden. Oh, wieder so ein Dröhnchen. Keine Infektion erkannt. Kennen wir ja. Aber der droppt doch nie was. Hier vorne ist jetzt die Brücke. Irgendwo hier unten muss dann das Versteck von Warren sein. Wir kamen, glaube ich, auch irgendwo hier runter. War das nicht gar da vorne? Mal gucken. Ansonsten war das da hinten. Da ist auch noch eine Brücke. Mal gucken, wir checken das ab. Wenn der eine neue Nebenmission für uns hat, dann würde ich die ganz gerne mitnehmen. Tatsache, oder? Ist das hier gar das, wo wir jetzt rein können? Na, warte mal. Den Kollegen mache ich jetzt aber vorher nochmal fertig. Der hat ja nur Level 2. Habe ich alles? Ja, ich glaube, ich habe alles. Ja, komm, wir sprühen mal noch hier so ein Tech hin. Nicht, dass dann einer sagt, wir hätten kein Tech gesprüht. Wehe, sagt der DJ dann später, wenn wir zurückkommen, wir hätten hier kein Tag versprüht. In den Untergrund, neuer Bereich. Ja, aber ist das das auch oder nicht? Der Typ hat doch gesagt, er hat einen Laden. Oder hat ein neues Versteck. Ich weiß es nicht, wir können ja mal in den Untergrund gehen, vielleicht ist das das auch, aber... Ich hatte das ja schon mal geöffnet und ja, ich glaube, das war's gar nicht. Dann war das doch der andere Bereich da hinten. Es wurde gesagt, bei einer Brücke. Warte mal. Das kann ich doch noch mal einsehen. Das haben wir gemacht. Das haben wir auch gemacht. Das haben wir auch gemacht. Das sind die ganzen abgeschlossenen Questen. Das ist jetzt die neue Quest. Wo zum Teufel ist denn bitteschön das mit Warren? Können wir den Audiolog nochmal abhören? Wahrscheinlich nicht. Aber das da hinten ist das unmöglich, oder? Glaube ich nicht. Bei der Brücke, hat er gesagt. Aber das könnte auch da unten sein. Gucken wir uns das einfach mal an.
hier geht's auf jeden Fall wieder hoch. Wenn nicht, war das wirklich im Untergrund. Ich muss ja Warren irgendwo finden. Verdammt, jetzt habe ich mir das nicht gemerkt, wo der gesagt hat, wo das ist. Na gut, die Gegner sind ja sehr simpel. Ah, es könnte auch da hinten sein. Unter der Brücke, hat er gesagt. Achtung an alle Einwohner. Ich meine, warum sollten wir hierher kommen? Sich bis auf Weiteres nur in Gebäuden aufzuhalten. Da geht's doch weiter, oder nicht? Oder kommen wir gar nachher da raus? Ich würde fast schon sagen, wir kommen nachher da raus. Mal gucken. Wo ist Warren? Hier kommen wir ja gar nicht mehr zurück, oder? Licht anmachen. Nee, hier kommen wir nicht mehr zurück. Dann geht's nur noch darunter. Oh nein, nicht schon wieder der blöde Magnetlift. Naja, da oben steht einer. Habe ich schon gesehen, aber der hat uns noch nicht gesehen. Okay. Ich muss mal noch mal ein Stück zurückgehen. Ich würde ganz gerne Warren finden. Er kann ja nur irgendwo da vorne sein. Irgendwo hier unter der Brücke muss das sein. Ah. Da unten geht's also auch noch weiter. Das hatte ich beim letzten Mal nicht gesehen. Da ist ja noch eine Treppe. Okay, das checken wir mal. Oh. Das checken wir mal ab, wollte ich sagen. Ihr braucht hier gar nicht aufmucken. Mal gucken, wir müssen irgendwo hier runter gehen. Hier schon mal nicht. Noch weiter runter geht's auch nicht, aber warum zum Teufel führt da unten so einen Weg weiter? Hier vorne war ich ja noch nicht, weil ich hier noch nie runtergesprungen bin. Oh, da ist eine Kiste. Weh, ist da nichts Tolles drin? Oh, Schrotthaufen. Ich glaube, wäre ich ins Wasser gefallen, wäre ich hin gewesen. Na, meine Theorie ist, glaube ich, jetzt schon wieder dahin. Ich habe nicht zugehört. Er hat irgendwas gesagt von irgendwo unter einer Brücke. Oh, was ist das? Ein kleiner Schrotthaufen, auch schon wieder viermal. Ja gut, das sind irgendwelche Tech-Scraps, die wir dann benutzen können. Aber jetzt komme ich ja gar nicht mehr zurück. Wie komme ich jetzt zurück? Kann ich da oben irgendwas zerstören? Nee. Geht ja nicht, oder? Nee. Da muss ich doch wieder ein Stückchen zurücklaufen und irgendwo muss es dann wieder hochgehen. Geht ja nicht anders. Raff ich jetzt gerade nicht. Wie zum Teufel soll ich denn jetzt hier wieder hochkommen? Nein, ich bin jetzt hier gefangen, oder wie? Ey, da will man sich einmal wieder gründlich umschauen. Und dann kommt sowas wieder raus. Oder geht es gar weiter runter? Nee, geht's nicht. Ey, das kann doch echt nicht wahr sein. Jetzt bin ich hier vorne wieder. Sag mal, spinnen die? Na, an die Tech-Scraps komme ich nie und nimmer nochmal ran. Meldet sich Warren vielleicht jetzt nochmal? Ey, so eine verdammte Scheiße. Meine schönen Tech-Scraps. Ich meine, es waren 7000. Ja, das können wir ja nicht mal einfach so wegschmeißen. Also, wir haben sie jetzt gerade weggeschmissen. Sie sind ja da im Wasser gelandet, aber... Da komme ich jetzt auch nicht mehr ran. Ich komme da einfach nicht mehr ran.
Es sei denn, die schweben da irgendwo oben noch. Glaube ich aber nicht. Naja. Schießt gerne auf mich. Ich renne jetzt einfach erstmal hier durch. Nein, nicht. Nein, den auch nicht. Oh, du schon wieder. Hau ab. Schnell weg. Verdammt, wo war denn jetzt Warrens Laden? Er hat doch irgendwas gesagt von unter einer Brücke. Das waren die einzigen Brücken, die ich kenne. Jetzt muss ich mich mit den Lutschern hier vorne normal auseinandersetzen. Ja, ja, immer haut mich, Jungs. Macht mal. Tödliche Gewalt autorisiert. Wie immer, ne? Verdammt, den hätte ich finishen können. Oh, der hat noch einen Akku. Hey, darf ich mir auch mal meinen Akku holen? Du Löffel. Dafür gibst du mir ein Kopfimplantat. Wenig. Verdammt. So. Lassen wir nochmal Revue passieren. Warren hat irgendwo jetzt einen Laden eröffnet. Verkauft der da was? Das ist die Frage. Da hinten kann schon mal nicht sein. Da war ich gerade. Da habe ich voll die Arschkarte gezogen. Weil ich da nicht mehr hochkam. Warum auch immer. Und wenn, dann war es ein total simpler Weg, den ich wieder nicht gesehen hatte. Hier vorne könnten wir nochmal in den Untergrund gehen. Das ist ja auch hier bei einer zerstörten Brücke. Das möchte ich jetzt einfach mal ausprobieren, ob das vielleicht das sein könnte, was Warren gemeint hatte. Und wenn nicht, gehen wir zurück nach Seaside Court zu Mr. Scrappy. Oha, hier war ich noch nicht. Was finden wir hier? Keycard erforderlich. Ja, mal wieder, ne? Kranhaken fehlt. Ja, auch mal wieder. Aber in diesem Untergrund war ich noch nicht. Wir machen mal Licht an. Wo sind wir denn jetzt? Na, im Untergrund. Aber Warren ist nicht da. Das wäre der perfekte Ort für einen Laden gewesen. Und warum zum Teufel kann ich diese Kiste hier nicht öffnen? Hier ist eine Kiste, die ich nicht öffnen kann. Warum? Da hinten hätte ich jetzt runterrutschen können. Mir fehlt, glaube ich, irgendeine Keycard, die ich vielleicht für eine Nebenmission bekomme. Wer weiß das schon. Aber warum kann ich die Kiste nicht öffnen? Na, wenn ich da runterfliege, war es das. Na, egal. Dann gehen wir wieder zurück. Es sei denn, hier liegt irgendwas. Liegt hier vielleicht die Keycard irgendwo rum? Nicht, dass ich die hier übersehen habe. Nein, hier ist definitiv nichts. Hm, verdammt. Willkommen zurück in Downtown. Da fällt mir auch gerade ein, falls der ein oder andere Zuschauer unter euch vielleicht weiß, wo sich Warren befindet und wo der Laden halt von ihm ist, schreibt mir das mal bitte in die Kommentare. Aber schreibt es mir bitte genau in die Kommentare, damit ich wirklich weiß, wo das ist. Nicht nur einfach unter der Brücke oder irgendwie so, ja. Am besten auch mit Bereichsangabe und alles sowas. Hier vorne ist auch noch eine Brücke. Mal gucken, ob hier der Laden ist. So viele Brücken gibt es ja hier eigentlich gar nicht. Ich weiß gar nicht, hätte ich jetzt meine Tech-Scraps doch noch zurückholen können? Das ist eine sehr gute Frage, wa? Oh. Die hätte ich beide auf einmal fertig gemacht. Auch nice. Jedenfalls, was den ihr Schilder angeht. Welche Brücke meint denn Warren?
Das da unten kann es ja auch nicht sein. Da war ich ja auch schon. Und zwar rutsche ich von da oben runter. Naja, ist jetzt auch egal. Also wenn ihr wisst, wo sich der Laden von Warren befindet, bitte schreibt mir das genau in die Kommentare. Da würde ich ganz gerne hingehen wollen. Du betrittst eine Sicherheitszone. Toll, wieder hier zu sein. Hoffentlich reicht das jetzt mit den Audiologs für Mr. Scrappy. Wo war denn der? Der war ganz oben, oder? Ich glaube, der war ganz oben. Hat der Händler noch irgendwas Tolles für uns? Komm schon. Lass. Was du anfasst? Nee, hat er auch nicht. Außer die üblichen Sachen halt. Bist du verrückt geworden? Bruder Eli wird sich dein... Du hast was getan? Du hast ja keine Ahnung, was für ein Chaos du entfesselt hast. Ich ziehe mich aus der Gefahrenzone zu... Ja, mach das mal. Bruder Eli, das war auch so ein Löffel. Mr. Scrappy, wir haben Audiologs. Willkommen zurück, Killer. Du hast zwei der berüchtigsten Anführer in ganz Jericho auf dem Gewissen. An deiner Stelle würde ich mich mit meinem Notar in Verbindung setzen. Also, wie wär's? Hast du Informationen für mich? Ja, habe ich. Ich habe eine Menge Audiodaten gefunden. Du hast mehr als 50 Audiologs gesammelt. Du hast die letzte Belohnungsstufe erreicht. So weit ist bislang noch niemand gekommen. Viel Spaß beim Anhören. Geht aufs Haus. Ja, aber ich habe gedacht, er droppt jetzt hier noch ein paar Tech-Scraps für uns. Man kriegt nichts geschenkt. Indem du meine Hilfe annimmst, stimmst du meinen allgemeinen Geschäftsbedingungen zu. Ich gebe dir alle Informationen, die ich habe, und verkaufe alles, was ich über dich weiß, an den Meistbietenden. Das ist ein fairer Deal. Abgemacht? Ja, ganz tolle Nummer. Leb wohl. Ich werde meine Akte über dich aktualisieren. Log-Update-Quest, Hörgerät abgeschlossen. Jawohl, er hat doch noch ein paar Tech-Scraps gehabt. Sehr schön. Na bitte, geht doch. Hab schon gedacht, ich bin hier umsonst hergelaufen. Aber ich traue immer noch meinen anderen Tech-Scraps hinterher. Das waren 7000, ich bitte euch. Naja gut, wie dem auch sei. Die, die wir jetzt haben, sind ja auch nicht gerade wenig. Wir haben wieder über 50.000. Und die, die wir noch gefunden haben, kommen jetzt noch dazu. Herstellen, ja gut, können wir jetzt nicht wirklich was. Upgraden sowieso nicht. Von daher leveln wir erstmal ein bisschen auf. Wir können einiges aufleveln, wa? Naja, sind wieder 6 Punkte, immerhin. Machen wir hier mal 2 rein. Und dann mal wieder 2 in Gesundheit, wa? Obwohl, Gesundheit ist erstmal Nebensache. Wir machen das so weiter. Damit fahre ich eigentlich ganz gut. Ja, damit hätten wir auch Exokernleistung Stufe 63 erreicht. Und das wäre dann auch das Ende dieser Folge. Aber ich hole mir erst noch diesen Banner. In der nächsten Folge mache ich mich dann auf den Weg ins AID-Oberkommando zur großen Mauer. Zum Evakuierungspunkt. Und da kommen wir dann auch mit der Keycard von Gutenberg weiter. Und alles Weitere wird sich dann schon irgendwie aufdecken. Wenn euch das Video gefallen hat, könnt ihr das gerne kommentieren, vielleicht eine Bewertung da lassen. Und ich würde mich freuen, wenn ihr auch zur nächsten Folge wieder einschaltet. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zur nächsten Folge. Let's Play!